sensationellen Start in dieser Saison, unter anderem mit einem Sieg bei Werder Bremen. Der Höhenflug der Bocholter ging dann zu Ende. Die Ex-Bundesliga-Clubs drängten in die Tabellenspitze, unter ihnen natürlich die Hertha aus Berlin. Und dazu ein Blick auf die Tabelle. Die konnten sich nämlich mit einem Sieg in Bocholt auf Platz 2 setzen. Wie es war, schildert uns Günther-Peter Ploog. Das ist Uwe Klimaszewski rechts am Bildrand, der Trainer von Hertha BSC, mit dem der Erfolg nach Berlin zurückkehrte. 42 Jahre alt, 9 Jahre, war beim FC Homburg tätig und eigentlich immer dann im Gespräch, wenn in der Bundesliga ein Stuhl wackelte. Doch er ging zu Hertha, bei der er von 1963 bis 65 ja als Spieler schon einmal aktiv war. Die Hertha, die ruhigere, die routiniertere Mannschaft. Remark, rechts ist nicht sein starker Fuß. Bocholt begann nervös. 3:17 Punkte aus den letzten 10 Spielen hatten die Mannschaft verunsichert. So sah es oft aus. Hertha in den blauen Trikots. Sie dominierte. Bocholt hatte nicht viel entgegenzusetzen. Kilmeier und ein klares Foul von Keuken. Die einzige Fehlentscheidung von Schiedsrichter Schön. Hier hätte es eigentlich Elfmeter geben müssen. Noch einmal in der Zeitlupe. Kilmeier neben Remark, der erfolgreichste Schütze der Hertha. Und dann kommt Keuken von hinten und zieht ihm die Beine weg. Es gab Proteste der Berliner Fans. Die Polizei war schnell zur Stelle. Wieder Remark. Kilmeier und dann ist Müller dazwischen. Und klärt zur Ecke. Ein Eckball mit Folgen. Pierre Dickert, Wesseler verlängert. Die 23. Minute, 1:0 für Hertha BSC. Als Torschütze wurde zwar Horst Ehrmantraut genannt, aber ich glaube, er störte lediglich Torhüter Ferner und Torschütze. Vielleicht kann man es in der Zeitlupe besser sehen. Wesseler, hier der Kopfball. Wesseler, der Torschütze zur 1:0-Führung für die Hertha in der 23. Minute. Es dauerte 34 Minuten, bis der erste FC Bocholt einmal gefährlich vor den Kasten der Berliner kam. Dickert, ein Fehlpass und dann Maigl. Und Torhüter Gregor Quast. Das ist Quasten, er kam mit Trainer Klimaszewski aus Homburg. Jetzt, so etwa 10 Minuten vor der Pause, begann die stärkste Phase des FC Bocholt. Müller und wieder Quasten dazwischen. Bocholt konnte in keiner Phase dieses Spiels an die Leistungen zu Saisonbeginn antrumpfen. Jene Mannschaft, die ja in 6 Jahren den Sprung aus der 3-Klassen tieferen Landesliga in die zweite Bundesliga schafft. Bocholt profitierte oft von Fehlern der Hertha. Letztendlich konnte sie aber doch nicht profitieren. Müller war das auf diese große Chance. Vergeben. Hertha ein bisschen leichtsinnig und das bringt dann schnell Gefahr. Maigl wird umgestoßen von Wesseler außerhalb des 16-Meter-Raums und Keuken. Doch der Nachschuss, eine sichere Torhüte. Beute von Torhüter Gregor Quast. 5.500 Zuschauer in Bocholt, ein wenig enttäuschend. Man ist höhere Zahlen gewöhnt. Auch nach der Pause Ratlosigkeit beim FC Bocholt. Keiner bot sich recht an, das Spiel über die Flügel vernachlässigt. Und so übernahm die Hertha sehr schnell wieder das Kommando. Wesseler, Torschütze zum 1:0. Und ein klares Foul. Ein Foul mit Folgen. Freistoß, Walter Gruhler und das 2:0 für die Berliner. Genau eine Stunde war gespielt. Walter Gruhler, der Mann mit dem Bart, auch er kam vom FC Homburg. Bocholt schoss zwar ein Tor 4 Minuten später, aber es wurde wegen Abseits zu Recht nicht gegeben. Achten Sie einmal gleich oben am linken Bildrand, wenn der Ball kommt. Ein Bocholter Spieler im Abseits und dieser Treffer zählt zu Recht nicht, auch wenn es hier erbitterte Proteste von Maigl gibt.
Man hat eigentlich nie das Gefühl, dass der Hertha-Sieg in Gefahr kommen könnte. Kilmeier kam vom MTV Ingolstadt, 13 Tore bisher. Nein, ein katastrophaler Fehler. Die Chance für Remark und Torhüter Dieter Ferner, früher beim 1. FC Saarbrücken, bewahrt seine Mannschaft vor einem höheren Rückstand. Die Bocholder, Schmeigel und die größte Rettungstat von Quasten in der zweiten Hälfte. Dass die Hertha die zweitbeste Abwehr im Norden hat, das ist auch sein Verdienst. In Berlin spricht man ja schon über eine mögliche Prämie für den Aufstieg. Eine 500.000 hat man veranschlagt. Das war Kilmeier, der hier die Chance zum 3:0 verpasste. Eine 500.000 Mark will die Hertha zahlen. 60.000 Mark für den Trainer, 30.000 Mark pro Spieler, wenn der Sprung ins Oberhaus gelingt. Dann eine Reihe von Schnitzern. Der Bocholder Abwehr, Kilmeier. 85. Minute. Das 3:0 für die Berliner. Die Hertha, sie hat jetzt 58 Saisontore wie Darmstadt, 98 im Süden. Sie geht als Zweiter in die Weihnachtspause und wir sprachen mit Trainer Uwe Klimaschewski. Uwe Klimaschewski, fröhliche Weihnachten für Sie. Ein zweiter Platz am Ende der ersten Serie. Ich glaube, damit hatten Sie auch in Ihren kühnsten Träumen nicht gerechnet. Wenn ich ehrlich bin, damit hatten wir nicht gerechnet, weil wir ja eine ganz neue Mannschaft formiert haben. Und ich bin natürlich jetzt so froh, dass das doch geklappt hat. Halten Sie diese Mannschaft denn für fähig, die Klasse, in die Bundesliga aufzusteigen und vor allen Dingen auch die Klasse zu erhalten? Die erste Frage würde ich mit Ja beantworten. Die zweite Frage, mit der gleichen Mannschaft in der Bundesliga drin bleiben, wird natürlich sehr, sehr schwer. Das brauche ich ja, glaube ich, keinen zu sagen. Es sind eine Reihe gleichwertiger Mannschaften an der Spitze der zweiten Liga Nord. Wen fürchten Sie denn da am meisten eigentlich? Normalerweise Braunschweig, weil da müsste am meisten Substanz drin sein. Die haben noch viele erfahrene Bundesligaspieler vom letzten Jahr zurückbehalten. Und ich nehme an, Braunschweig und Aachen, das werden die stärksten Konkurrenten sein. Früher, als Sie in Homburg waren, da verging eigentlich kaum eine Woche, wo nicht mal ein Spruch von Uwe Klimaschewski in der Zeitung stand. Jetzt sind Sie bei der Hertha in Berlin. Jetzt kommt aber nicht mehr viel. Sie sind nicht mehr der Sprücheklopfer von einst. Wie kommt das? Naja, die habe ich oft losgelassen, wenn ich mich geärgert habe und die Journalisten das aufgefangen haben. Jetzt habe ich das Glück, dass wir viel gewinnen und dann kann ich etwas ruhiger sein. Okay, frohes Fest. Dankeschön. Danke. Ein weiteres Ergebnis noch. Aus dem Norden, Osnabrück schlägt Herford mit 2:0. Wieder einmal abgesagt werden musste die Partie Lüdenscheid gegen Wattenscheid. Das ist die einzige, die im Norden noch nachgeholt werden muss. Im Süden sind es noch